Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zu einer neuen Ausgabe Trading Setups für Swing Trader. Mein Name ist Markus Kleber und ich möchte heute mal auf den Dow schauen und den Dow eventuell short gehen, obwohl wir stark aufwärts sind. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Vorab aber der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet darauf, dass ihr prinzipiell mit Stops arbeitet. Auch ganz wichtig, gerade wenn man hier antizyklisch unterwegs ist, zu dieser Überlegung, die ich hier gleich mal kundtun werde, dann natürlich auch eure Positionsgröße an euer Konto anpasst. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com viele, viele Fragen beantwortet bekommt. Und auch ganz wichtig, all das, was ich hier sage, sind meine Ideen, sind definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten und erst recht nicht, wenn ich hier eine antizyklische Idee vorstelle gegen den Haupttrend. Also starten wir mit dem Dow Jones. Ganz kurz und knapp. Prinzipiell ist es klar, dass der Markt hier in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen aufwärts gerichtet ist. Aber wir haben aktuell den Markt in einem sehr, sehr wichtigen Widerstandsniveau. Und wir sehen auch, dass heute der Markt, nachdem er eben wirklich auch vorbörslich und dann auch nochmal zur Hauptbörse etwas stärker war, hier erstmal in diesem Bereich 24.800 und knapp drüber leicht zurückkommt. Und prinzipiell ist es so, dass wir das in der Vergangenheit dann auch gesehen haben, dass der Bereich um die Marke 24.800 ein nicht zu verachtender Bereich ist. Und generell sind wir, das können wir uns auch hier in der Vergangenheit anschauen, in diesem laufenden Aufwärtstrend, das zeichne ich mal kurz ein, Moment, da nehme ich nochmal mein Zeichenwerkzeug, sind wir ja natürlich immer wieder aufwärts gerichtet unterwegs, aber wir haben auch zwischendurch immer nicht so uninteressante Moves auf der Abwärtsseite gehabt. Schauen wir uns das mal an, die letzte Bewegung aufwärts, etwas stärker abwärts konsolidiert, aufwärts, etwas stärker abwärts konsolidiert, aufwärts, etwas stärker runtergelaufen und jetzt wieder aufwärts. Somit wäre jetzt hier der Markt eigentlich reif wieder für eine leichte Konsolidierung in den Bereich wenigstens 24.500, wenn nicht sogar in den 24.400er Bereich, denn hier kommt mit diesem Niveau dieser Hochs hier in diesem Bereich 24.400 auch nochmal schöne Unterstützung, die prinzipiell nichts gegen den generellen Aufwärtstrend oder dem generellen Aufwärtstrend tun würde, aber wir haben eben hier diesen massiven Widerstand. Somit habe ich hier für den morgigen Tag auf dem Schirm eventuell den Markt mal hier antizyklisch auf der Abwärtsseite, gegebenenfalls auch für einen Swing-Trade, der sich dann hier über mehrere Tage vollziehen könnte, mal einzugehen. Man muss allerdings hier natürlich stark aufpassen, wenn wir natürlich hier drüber laufen, wenn wir weiter long tendierend sind und das vielleicht jetzt auch in der Nachtsession, also diese Überlegung, die startet hier morgen früh. Wir haben es jetzt heute am, was haben wir heute? Ich glaube den 17. Moment, können wir gleich nochmal kurz gucken. Wir haben es ja heute Dienstag auf jeden Fall und dann ist, glaube ich, heute der 17. Sprich morgen, genau, Dienstag, der 17. Man sieht es 23.23 Uhr. Am 18., morgen am 18. werde ich mir diese Situation hier oben anschauen und dann gegebenenfalls den Dow in Richtung 24.500, in Richtung 24.400 hier auf der Short-Seite versuchen zu bekommen mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko. Denn ich würde mich hier schon dafür entscheiden, dass ich den Stop hier relativ knapp über dieses heutige Tageshoch lege. Das ist dann, im Moment, wir können nochmal schauen, in etwa der Bereich hier um die Marke 24.860, 24.870 und dann eben in dem aktuellen Kursniveau hier 740, ja, dass man hier in dem Bereich, dann man hat dann in etwa 100, gute 100 Punkte hier Risiko und man hat eine Chance von etwa 300, 350, 400 Punkten auf der Abwärtsseite. Das ist kein großes Risiko, aber das kann gegebenenfalls schnell gehen, wenn man sich das Momentum auf der Abwärtsseite anschaut und aktuell ist es auch so, im DAX, im S&P, alle Märkte sehen wirklich, oder beziehungsweise in allen Märkten ist jetzt eigentlich mittlerweile jedem klar, dass der Markt aufwärts will und das bedeutet oft, dass der Markt dann wenigstens eine Reaktion auf der Abwärtsseite zeigt. Und sollten wir, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt dahinter, sollte jetzt hier generell die Abwärtsbewegung, die ja hier seit mehreren Monaten definitiv da ist, ja, und hier eben dann auch immer wieder sehr, sehr scharfes Momentum auf der Abwärtsseite kam, auf Tagesbasis, sollte es gegebenenfalls dazu kommen, dass hier jetzt erstmal das Ende der Reise ist, da bekommt man natürlich mit so einer Idee und die hier dann eventuell Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, auch wenn das eine antizyklische Idee ist, eine antizyklische Idee, die schnell schiefgehen kann, schnell schiefgehen, aber mit einem verhältnismäßig für einen Swing Trade kleinem Risiko und mit einer erstmal nicht so schlechten Chance,
So, noch mal kurz gucken, was wir hier haben. Ja, also dass man hier wirklich in relativ hohem Niveau anfängt einzusteigen. Und wenn dann hier, schaut mal hier drüben, was hier für Momentumkerzen dann auf Tagesbasis dann aufgekommen sind. Wenn hier auf einmal dann doch Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt und der Markt sich entscheidet, okay, die Aufwärtsseite gefällt mir nicht mehr und ich baue hier mal ein paar Tage auf der Abwärtsseite kurz mal auf, ja, das Ding muss jetzt nicht bis hier runter wieder in diese Tiefs hier laufen. Aber es kann natürlich durchaus sein. Und wenn ich das hier merke, dass hier vielleicht morgen oder übermorgen ich zum einen weiterhin drin bin, hier nicht ausgestoppt werde, natürlich ein entsprechendes Trade Management vollziehe, dann vielleicht mal morgen oder übermorgen hier wirklich Schwäche aufkommt, dann müsste man mal schauen, ob man hier die komplette Position laufen lässt, vielleicht sogar dann mal eben die Position pyramidisiert. In den seltensten Fällen nehme ich ja dann eben Teilgewinne mit, sondern wenn, dann pyramidisiere ich. Dann ist man natürlich, das passiert einem nicht so oft, gerade auf Swing Trading Basis, aber dann hat man natürlich hier oben einen wunderbaren Einstieg in der Nähe der Hochs einer startenden Abwärtsbewegung. Und dieser Bereich hat auf jeden Fall Potenzial dafür, hier nach unten zu laufen, beziehungsweise ist es ein Bereich, der relativ schnell, wo der Markt sich eigentlich relativ schnell entscheidet. Entweder wir ditchen erstmal wieder nach unten, um dann vielleicht später nochmal die Reise nach oben zu vollziehen, oder der Markt entscheidet sich relativ zügig morgen: Nein, ich möchte hier gar nicht drüber. Das könnte vielleicht jetzt auch schon über Nacht passieren. Dann ist diese Überlegung eh ad acta zu legen, ja, dass eben relativ zügig hier die Stärke aufkommt, beziehungsweise wenn wir dann diese Hochs hier überschreiten von heute, dann ist es eben auch schnell denkbar, dass wir hier erstmal nochmal weitere Höhen aufbauen, dass wir generell vielleicht hier wirklich wieder eine Long-Tendenz auch in höhere Bereiche aufbauen. 25.000, 25.500, das sind ja dann übergeordnet die nächsten großen Ziele. Dann hier das Hoch im Bereich 25.800. Also da kommt natürlich noch so einiges auf der Aufwärtsseite. Und hier, wenn man sich das Ende des letzten Jahres mal anschaut, dann ist natürlich diese aktuelle Aufwärtsbewegung hier noch gar nichts gegen die Bewegung hier Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, bevor der Markt dann so stark nach unten ging. Dann wäre das ja nur der Anfang. Aber wir haben aktuell ein anderes Marktumfeld und eben hier so ein bisschen Abverkäufe könnte schnell zu einer Kettenreaktion führen. Somit das für den morgigen Tag, 18. April, beziehungsweise vielleicht sogar am 19. April. Mal gucken, wie der Markt sich morgen verhält. Wir hatten heute in der Kernbewegung, in der Kernsession wirklich eine sehr, sehr schmale Schwankung hier, beziehungsweise eine sehr, sehr kleine Volatilität, eine sehr, sehr kleine Seitwärtsrange. Mal gucken, wie sich der Tag hier morgen entwickelt. Aber das eine kleine Idee, übergeordnet mal für den Dow Jones, die ich dann gegebenenfalls auch morgen im Daytrading umsetzen werde. Das werden wir dann hier im DAX Long oder Short, beziehungsweise natürlich dann auch nachmittags in der US Opening Bell besprechen. Also vielleicht morgen mal ein Tag zum Verkaufen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch gute Trades. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei Trading Setups für Swing Trader auf dem Kanal von JFD Brokers. Ich bin Markus Klebe. Bis dahin, bye bye und ciao.